Guten Morgen. Noch einmal, guten Morgen. Im Jahr 1996, als wir Studenten waren beim Southeastern Baptist Theological Seminary, wir erlebten, Ingrid und ich, unseren ersten Hurrikan. Wir wussten nicht, dass der Hurrikan durch unsere Stadt kommen würde. Wir wachten morgens auf und hatten keinen Strom. Wow, was ist los? Wir gingen nach draußen und sahen, dass Bäume umgestürzt waren und die Straßen blockierten. Es war Chaos. Auf dem Campus gab es zwei riesige Magnolienbäume. Zwei der Magnolienbäume waren vom Wind umgeweht worden. Ihre Struktur war massiv. Aber wir sahen, dass die Wurzeln zwar weit nach außen reichten, aber nicht sehr tief waren. Mit viel Wind und Regen fielen diese massiven Bäume um. Die Wurzeln waren breit, aber nicht sehr tief. Die Frage, die sich uns heute stellt, lautet: Sind unsere geistlichen Wurzeln tief? Und was für ein Boden ist unter unseren Füßen? Wir setzen unsere Predigreihe Verwurzelt in Christus fort. Unser Text ist Epheserbrief 3, Vers 14 bis 21 heute. Dies ist eines der vielen Gebete von Paulus im Neuen Testament. Natürlich hat Jesus seinen Jüngern beigebracht, wie man betet, aber auch Apostel Paulus kann uns durch sein Beispiel lehren, wie man betet. Wofür betet er? Was ist für die Gläubigen wichtig zu wissen und zu verstehen? Ein Schwerpunkt seiner Gebete ist das geistliche Wachstum. Ich lese den Text vor, Epheser Kapitel 3, 14 bis zum Vers 19. Er schrieb: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei, und die Liebe des Christus oder Liebe Christi zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. In diesem Text betet Paulus für das geistliche Wachstum der Gemeinde und spricht davon, in der Liebe gewurzelt und gegründet zu sein. Dieses Gebet ist eigentlich ein einziger langer Satz, der immer weitergeht, aber so viel Wahrheit enthält. Dieses Gebet wächst wie eine Pyramide. Charles Spurgeon vergleicht das Gebet mit der Jakobsleiter, bei jeder Sprosse uns höher in den Himmel bringt. D. Martin Lloyd-Jones, ein berühmter Prediger in England, hat 17 Predigen über diesen Abschnitt gehalten. Ich halte nur eine. Heute soll dies wirklich ein Überblick über das Gebet sein. Paulus betet für das geistliche Wachstum der Gläubigen, damit sie Jesus Christus völlig gleichgestaltet werden. Das ist das Ziel für jeden von uns.
mehr wie Jesus zu sein. Was brauchen wir, laut Paulus, um geistlich zu wachsen? Es gibt vier Aspekte, um geistlich zu wachsen in diesem Gebet. Erstens, um geistlich zu wachsen, musst du beten. Oder kann man sagen, um geistlich zu wachsen, brauchst du Gebet. Wir können beten, weil wir zu dem Vater gehören und er über unbegrenzte Ressourcen verfügt. Paulus beginnt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Deshalb bezieht sich darauf, dass das Evangelium für Juden und Heiden ist und dass wir sind gerettet. Und Paulus bittet Gott, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Gottes Herrlichkeit ist die Summe aller seiner Eigenschaften, also alles, was ihn herrlich macht. Der Punkt ist, dass es Gott nicht an Ressourcen mangelt, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Er gibt uns, was wir brauchen, aus seinem Reichtum. Wie Paulus im Philipperbrief 4,19 betet: Und mein Gott wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Hier, Epheserbrief 3,16, wünscht Paulus, dass Gott uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stärkt mit Kraft durch seinen Geist im inneren Menschen. Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sind ohne Grenzen. Ihm gehen weder Gnade noch Kraft aus. Wir sagen auf Englisch, pray big. Das bedeutet, wir können mit Zuversicht beten oder mit Vertrauen in Gott. Um geistlich zu wachsen, beginne mit dem Gebet. Paulus betet für geistliches Wachstum für diese Gemeinde, weil es ein sehr wichtiges Anliegen ist. Paulus hat sehr oft für das geistliche Wachstum einer Gemeinde gebetet. Wir sehen das im zum Beispiel Kolosserbrief, im Philipperbrief und im Brief an die Thessaloniker. Und mehr. Natürlich können wir alle Bitten zu Gott bringen, klar. Aber was wir in erster Linie brauchen, ist Gottes Kraft, um geistlich zu wachsen. Die Frage ist, betest du das für dich selbst? Betest du es für andere Gläubige? Betest du für dein geistliches Wachstum? So, wir brauchen Gebet. Aber zweitens, um geistlich zu wachsen, brauchen wir die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Im Vers 16 steht, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Paulus hat diese Kraft bereits im Kapitel 1 schon erwähnt. Er schrieb, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Unglaublich, oder? Diese Kraft. Wir haben geistliche Kraft von Gott zur Verfügung, aber benutzt du diese Kraft? Wenn nicht, das ist so, als hättest du einen Porsche und würdest nur mit 30 Stundenkilometern auf der Autobahn
fahren. Wenn dich jemand sehen würde, würde er denken, dass entweder das Auto oder der Fahrer kaputt ist. Er würde sagen, gib mal Gas, du hast einen Porsche. Was magst du? Aber manchmal ist das so als Christen. Wir haben diese Kraft zur Verfügung, aber wir nutzen sie nicht. Wir beten nicht um sie. Wir verstehen die Ressource nicht. Warum brauchen wir diese Kraft durch den Heiligen Geist? Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, weil wir alle vor Problemen stehen, die wir nicht lösen können. Jesus sagt ganz klar, Johannes 15, 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir brauchen die Kraft des Geistes, weil wir nie aus unserem Bedürfnis nach seiner Stärke herauswachsen. Niemand wird als reifer Erwachsener oder gar als Teenager in Gottes Familie geboren. Wir alle fangen als Kinder an. Wie du weißt, sind Kinder in jeder Hinsicht von ihren Eltern abhängig. Auch wenn wir geistlich erwachsen werden, brauchen wir immer die Kraft des Geistes im inneren Menschen. Wir brauchen die Kraft des Geistes, weil Gott unser äußeres Verhalten verändert, indem er sich mit dem inneren Menschen beschäftigt. Paulus' Ausdruck, der innere Mensch, ist das Herz. Unser Herz ist unser Wille, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Seele oder Geist. Denselben Satz verwendet Paulus in 2. Korintherbrief 4, 16. Er schrieb, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Diejenigen von uns, die über 50 sind, wissen genau, davon er spricht. Unser Körper nutzt sich ab. Das sollte eine gute Erinnerung darin sein, dass unsere Tage auf der Erde begrenzt sind und wir uns auf die inneren, verborgenen Qualitäten des Herzens konzentrieren müssen. Der Kampf gegen Versuchung und Sünde ist ein Kampf, der im Herzen oder im inneren Menschen gewonnen oder verloren wird. Jesus hat darauf hingewiesen, dass die Sünde, die wir sehen, alle aus unseren Herzen kommen. Markus Kapitel 7. Du kannst vielleicht dein äußeres Verhalten durch verschiedene Methoden ändern, die du in der Beratung oder in vielleicht einem Seminar lernst. Aber wenn Gott dein Herz nicht verändert, lernst du nur, ein besserer Heuchler zu sein. Die Pharisäer sahen äußerlich gut aus, aber Jesus sagte, dass sie in ihrem Inneren voller Unreinheit und Gesetzlosigkeit waren. Matthäus 23. Das Christentum ist nicht nur ein Programm zur Verbesserung der Moral. Gott geht es darum, unsere Herzen zu verändern. Unsere Motive, unsere Einstellung und unsere Begierden. Für diese Art der inneren Veränderung brauchen wir nichts Geringeres als die Kraft des Heiligen Geistes. Die Frage ist, erfährst du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben oder fährst du deinem Lebens-Porsche mit 30 Stundenkilometern auf der Autobahn? So, wir brauchen Gebet, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Aber drittens, um geistlich zu wachsen, brauchen wir Glaube. Du brauchst den Glauben an Christus. Paulus schrieb weiter, dass er
euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das Ziel des Geistes, der dich mit Kraft im inneren Menschen stärkt, ist, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Beachte die Dreieinigkeit hier. Gott, der Vater, der Heilige Geist und Christus sind alle an deinem Leben beteiligt. Es ist klar, dass Christus bei jedem Christen durch den Heiligen Geist innewohnt. Wenn Christus nicht in dir lebt, bist du kein Christ. Egal, wie religiös du sein magst oder wie sehr du die christlichen Glaubensbekenntnisse bekräftigst. Warum betet Paulus dann in unserem Text, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen möge? Er schrieb an Christen, an die Gemeinde. Die einzige Schlussfolgerung ist, dass Paulus von etwas anderem spricht als davon, dass Christus zum Zeitpunkt der Erlösung in uns wohnt. Er redet davon, dass Christus in unserem Herzen zu Hause ist. Er redet davon, dass wir eine enge Gemeinschaft mit Christus durch Glauben haben. Christus wird in unserem Herzen zu Hause sein, wenn wir aus dem Glauben leben. Biblischer Glaube ist kein passiver Glaube, bei dem man immer loslässt und Gott lässt. Vielmehr ist er ein aktives Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen, oft auch angesichts unmöglicher Umstände. Biblischer Glaube ist immer mit Gehorsam verbunden. Wenn du Gott vertraust, gehorchst du ihm. Um Gott zu gehorchen, musst du darauf vertrauen, dass sein Wort wahr ist. Jesus sprach in Johannes 14, 23 von der Verbindung zwischen unserem Gehorsam und seinem Zuhause in unseren Herzen. Er sagte, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Christus ist nicht zu Hause bei einem ungehorsamen Christen, der ein schmutziges Haus führt. Christus kommt, um in unseren Herzen zu wohnen, indem er die Kontrolle über jeden Bereich unseres Lebens übernimmt. Robert Munger erzählt eine Geschichte in seinem Buch My Heart, Christ Home, Mein Herz, Haus Christi. Und er schreibt, das ist so, als würde ich Jesus eine Führung durch mein Haus geben. Alles, was ich habe, gehört dir, Jesus. Lass mich dich herumführen und dich in das Haus einführen, damit du dich wohler fühlst und wir mehr Gemeinschaft miteinander haben können. Jesus ging durch die Zimmer und Munger musste ein bisschen aufräumen. Aber das Haus war ziemlich sauber. Aber eines Tages, Jesus kam und sagte, dein Haus ist ziemlich sauber, aber es gibt einen merkwürdigen Geruch im Haus. Hier ist etwas Totes drin in der Kammer. Munger schreit, haha, du weißt von dieser Kammer, aber du hast den Schlüssel dazu und wolltest ihn eigentlich für dich behalten. Immerhin hast du dem Herrn Zugang zum ganzen Haus gewährt. Wen kümmert da schon eine kleine Kammer? Du denkst, das ist zu viel. Ich werde ihm den Schlüssel nicht geben. Das ist meine Kammer. Aber der Herr sagte, nun, ich kann nicht hier drinnen bleiben, wo es so stinkt. Ich werde mein Bett draußen auf der Veranda machen, bis das hier aufgeräumt ist. Munger, der Autor, sagt,
Wenn du Christus kennen und lieben gelernt hast, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass sich deine Gemeinschaft mit ihm verschlechtert. Munger dachte und sagte, ich musste kapitulieren. Ich gebe dir, Jesus, den Schlüssel, sagte er traurig. Aber du, Jesus, musst die Kammer ausräumen. Ich habe nicht die Kraft dazu. Der Herr sagte, ich weiß, dass du sie nicht hast. Gib mir einfach den Schlüssel und ermächtige mich, mich darum zu kümmern, und ich werde es tun. Schließlich übergab Munger die Besitzurkunde an den Herrn und sagte, du kümmerst dich um mein Haus. So arbeitet Gott in unseren Herzen durch Glaube und Gehorsam. Er will sich von Raum zu Raum bewegen, bis jeder Bereich unseres Lebens für seine Wohnung geeignet ist. Für welche Räume in deinem Leben hast du noch den Schlüssel? Wo muss Jesus in deinem Haus aufräumen, damit er ganz in dir leben kann? Beziehungen, Freizeitgestaltung, Fernseher, Musik oder Geld oder Ungehorsamkeit oder vielleicht deine Bitterkeit oder Ärger oder Worte. Das könnte die Räume sein für dich. So, wir brauchen Gebet, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, wir brauchen Glaube und viertens, um geistlich zu wachsen, brauchen wir die Liebe Christi. Paulus schrieb, und ich bete, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe Christi zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das christliche Leben ist in der Liebe gewurzelt und gegründet. Und Paulus mischt seine Gleichnisse, indem er eine aus der Botanik und eine andere aus der Architektur verwendet, um seine Aussage zu verstärken. In der Liebe verwurzelt zu sein, stellt einen stabilen, wachsenden Baum dar, der Wurzeln schlägt, die es ihm ermöglichen, Dürre und heftigen Stürmen zu widerstehen. In der Liebe gegründet zu sein, stellt ein solides Gebäude dar, dessen Fundament bis in den Grundstein reicht. Es kann einer Flut oder einem Erdbeben standhalten, weil es auf dem Felsen gebaut ist. Das ist ein Bild für eine Liebe zu Gott und zu anderen, die nicht auf schwankenden Gefühlen oder Umständen beruht. Sie ist viel mehr solide und beständig und bildet die Grundlage für alles andere im Leben. Architekten sagen, wenn du höher bauen willst, musst du tiefer in das Fundament eindringen. Das ist so für uns. Die Wahrheit der Heiligen Schrift und ihre großen Lehren zu kennen, ist unerlässlich. Ohne Wissen gibt es kein Wachstum im christlichen Leben. Aber wenn du dir Wissen ohne Liebe aneignest, nährst du nur den Stolz. Paulus sagt, wenn wir alles Wissen haben, aber keine Liebe, sind wir nichts. 1. Korintherbrief 13,2. Während wir uns als bemühen sollten, in der Erkenntnis von Gottes Wort zu wachsen, muss sie immer praktisch darauf ausgerichtet sein, uns zu helfen, Gott und andere zu lieben. Paulus betet also darum, dass wir die Kraft haben, die unermessliche Liebe Christi zu begreifen, die unfassbar ist. Begreifen zu können zeigt, dass es kein leichtes oder menschlich erreichbares Ziel ist. Um ein
liebender Mensch zu werden und die Liebe Christi erfassen zu können, musst du selbst sterben. Dazu brauchst du die Kraft Gottes. Die Liebe Christi zu begreifen, ist das Bedürfnis der Gläubigen. Paulus geht davon aus, dass seine Leser, obwohl sie Christen sind, die Liebe Christi nicht angemessen würdigen. Es ist kein Gebet, dass wir Christus mehr lieben sollen, obwohl wir das sollten. Vielmehr betet Paulus darum, dass wir die unermessliche Liebe Christi zu uns besser begreifen können. Das hat zwar auch eine intellektuelle Seite, ist aber nicht nur intellektuell. Paulus betet darum, dass wir, die wir Christi große Liebe bereits kennen, sie immer tiefer erfahren können. Und Paulus sagt, dass das Begreifen der Liebe Christi in der Gemeinschaft oder Gemeinde geschehen muss. Wir können sagen, das ist Gruppenarbeit für uns alles. Es gibt mindestens zwei Gründe, warum wir andere Christen brauchen. Erstens wächst unser eigenes Verständnis von der Liebe Christi, wenn wir hören, wie andere Gläubige davon berichten, wie er sie gerettet hat und wie er sie durch schwierige Prüfungen begleitet hat. Ein zweiter Grund, warum wir alle Christen brauchen, ist die Tatsache, dass wir seine Liebe durch andere Gläubige erfahren und zum Ausdruck bringen. Oft wachsen wir in der Liebe, wenn ein anderer Gläubiger uns in einer Zeit der Not die Liebe Christi zeigt. Manchmal wachsen wir in der Liebe Christi, wenn wir Beziehungsschwierigkeiten mit einem anderen Gläubigen bewältigen müssen. Echte Liebe mit Menschen erlebt werden. Das erfordert, dass wir in Nachsicht, Geduld, Freundlichkeit und Vergebung wachsen. John Stott schreibt, es braucht das ganze Volk Gottes, um die ganze Liebe Gottes zu verstehen. Die Liebe Christi zu erkennen, ist ein nie zu Ende gehender Vorgang. Paulus schreibt, dass wir begreifen können, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist und die Liebe Christi erkennen, die die Erkenntnis übersteigt. Die Maße, die Paulus nennt, unterstreichen die Unermesslichkeit der Liebe Christi. Du kannst so weit nach links oder rechts, vorwärts oder rückwärts, hoch oder runter gehen, wie du kannst. Und du hast immer noch nicht alles erforscht, was es über die große Liebe Christi zu wissen gibt. Kurz gesagt, die Weite der Liebe Christi umfasst eine unermessliche Menge von Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die Länge der Liebe Christi reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist Liebe. Die Höhe seiner Liebe erhebt uns zu unserer erhabenen Stellung, in der wir mit ihm am himmlischen Ort sitzen. Epheserbrief 2,6. Die Tiefe seiner Liebe veranlasste ihn, die Herrlichkeit des Himmels und seine erhabene Position dort zu verlassen und auf diese Erde zu kommen, um als Kind geboren zu werden. Sie bewegte ihn dazu, bis zum äußersten Leiden am Kreuz zu gehen, wo er, der keine Sünde kannte, für uns zur Stunde gemacht wurde. Wie Charles Wesley schreibt, erstaunliche Liebe, wie kann es sein, dass du, mein Gott, für mich gestorben bist? Wir können niemals bis zum Ende einer solch unermesslichen Liebe vordringen. Wir müssen uns fragen, lerne ich diese unfassbare Liebe Christi immer besser kennen? Kenne ich seine Liebe heute erfahrungsgemäß mehr als noch vor einem Jahr? Martin Lloyd-Jones schreibt, unsere Hauptfehler als Christen ist, dass wir die Liebe Christi zu uns nicht erkennen.
Wie wichtig ist es, dass wir über diese Liebe nachdenken und sie betrachten? Weil wir das nicht tun, neigen wir manchmal dazu zu denken, dass er uns vergessen hat oder dass er uns verlassen hat. Wenn du den Apostel Paulus fragen würdest, was hat dich dazu bewogen, alles für Christus in das Evangelium aufzugeben? Ich glaube zum Beispiel, er würde antworten, ich lebe durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galaterbrief 2,20. Er könnte hinzufügen, Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte noch Höhe noch Tiefe noch irgendetwas anderes Geschaffenes uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lebe in dieser Wahrheit und du wirst zu geistlicher Reife heranwachsen. Um geistlich zu wachsen, brauchen wir Gebet, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, wir brauchen Glauben an Christus und wir brauchen die Liebe Christi. Und was ist das Ergebnis? Paulus schreibt, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Der Begriff Fülle impliziert die totale Herrschaft oder Kontrolle, sodass Gott unseren Verstand, unsere Gefühle und unseren Willen vollkommen kontrolliert. Ähnlich formuliert es Paulus in Epheser 4, Vers 13, wo er sagt, dass das Ziel des Dienstes darin besteht, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Reife zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmütige seien. Was ist mit dir heute? Wirst du um Kraft, Glauben und Liebe für dich und andere Gläubige beten? Gibt es in deinem Haus einige Räume, die schmutzig sind? Hast du deine Sünde bereut und Jesus als deinen Herrn bekannt? Oder behältst du die Schlüssel zu deinem Haus? Wenn du das tust, wirst du zugrunde gehen. Was wirst du mit Jesus tun? Wir sagen auf Englisch, ist Jesus ein Resident or President in your life, in deinem Leben? Ist er einfach ein Gast oder ist er der Boss? Paulus schließt sein Gebet mit dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Wahrheit, wir danken dir für die Liebe Christi. Und wir beten für alle hier in dieser Gemeinde, dass wir durch den Heiligen Geist wachsen werden und zusammen. Und dass wir werden einander die Liebe Christi zeigen. Amen.